So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr habt's in den letzten beiden Parts mitbekommen. Saisonstart. Ein bisschen verhunzt. Erster Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Ganze simuliert mit einem Mann mehr. 70 Minuten lang es nicht geschafft, das Ding zu drehen. Heißt mit 1:0 verloren und dann am Ende die Partie gegen die Bayern, auch die knapp verloren. Da muss man natürlich dazu sagen, gegen die Bayern kannst du verlieren, aber gegen Hoffenheim 70 Minuten mit einem Mann mehr. Das darf eigentlich nicht passieren. Deswegen heute die Partie gegen den FSV Mainz 05 und nicht nur das, sondern auch gegen Fürth. Die beiden, die werden wir nochmal simulieren, weil momentan auch noch die Transferphase am Start ist, Freunde. Wir brauchen diesen, jetzt hätte ich fast gesagt Gareth Bale, um Gottes Willen. Wir brauchen Harry Kane. Wir brauchen Harry Kane. Und ihr habt gemeint, Schlappi, das ist noch nicht so sicher. Gegen Ende des letzten Parts habe ich mich ja schon gefreut und ihr habt natürlich auch ein bisschen recht. Harry Kane hat noch nicht zugesagt, Jungs. Er hat noch nicht zugesagt. Er hat gesagt, beziehungsweise Tottenham sagt, ja, wir können da durchaus uns was vorstellen. Aber Harry Kane hat noch nichts dazu gesagt. Wir hoffen, der hat Bock auf Gladbach, auf die Champions League. Sonst haben wir so ein kleines Problemchen. In dem Sinn, wir werden das packen, Jungs. Dank eurer Vorschläge sind wir bisher auch so weit gekommen, dass es einigermaßen gut aussieht. Jetzt noch im Sturm einen Spieler. Und ich glaube, wir haben eine bombastische Mannschaft. In dem Sinn, wenn euch die Folge wieder gefällt, gerne den Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, und in dem Sinn gehen wir es jetzt auch gleich an. Gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer stehen so ein bisschen besser da. Ich kann euch ja mal eben noch schnell die Tabelle zeigen. Wir stehen auf dem 17. Rang. Mainz mit wenigstens einem Unentschieden aus den beiden Spielen. Die Bayern schon 9 Punkte vor uns. Allerdings auch mit einem Spiel mehr. Also da können wir den Rückstand auf 6 Punkte nach 3 Spielen, oh mein Gott, verkürzen. Meine Güte, gleich mal 2 wichtige Spiele verloren und dann kommt noch die Spielvereinigung Greuther Fürth, die gut reingestartet ist mit einem Sieg und einem Unentschieden aus 2 Spielen 4 Punkte geholt für einen Aufsteiger. Richtig, richtig stark. Da dürfen wir dann aber immerhin daheim spielen. Aber wir müssen, wie gesagt, noch ein bisschen was tun, bevor wir gleich reinstarten gegen Mainz, denn ihr seht es am Gehaltsbudget. Das wird ein bisschen eng. Er kriegt momentan, der Harry Kane, 60.000 Euro. Ich weiß nicht, ob er sich mit denen bei uns zufrieden gibt. Und wir haben ihn für 9,75 gekauft. Heißt, ich kann am Regler momentan nichts ändern. Oh mein Gott. Jetzt hat er gerade irgendwas gemacht, was mir gar nicht gefällt. Okay. Wir gehen nochmal eben schnell rein. Denn ihr seht, das Transferbudget steht momentan bei genau 9,75 Millionen. Das heißt, wir haben 61.000 Gehaltsbudget übrig. Und wie gesagt, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass das am Ende nicht klappt. Von dem her werden wir nochmal ein bisschen den Kader durchgehen und gucken, ob wir hier und da nicht noch was machen können. Denn also verkaufen will ich keinen mehr, aber bezüglich einer Laie. Ich bin stark am Überlegen, ob wir da Hut nicht sogar versuchen, ein bisschen Spielpraxis außerhalb zu geben. Ich glaube, ich werde ihn mal auf die Leihliste setzen, mal gucken, wer ankommt. An jeden werden wir ihn nicht verleihen, aber mal gucken, wer letztendlich ankommt. Heißt, den werden wir mal draufsetzen. Und dann habe ich mir noch lange überlegt, wie wir es da machen. Arnold habt ihr geschrieben, können wir noch draufsetzen zum Verleihen oder eben Junes. Und deswegen, glaube ich, werde ich mal beide draufsetzen. Aber wir werden letztendlich nur einen verleihen. Junes oder Arnold eh, in Anführungszeichen, eh nur Mittelfeldspieler Nummer 3 sozusagen hinter Rafael Junusovic. Eigentlich kommen da noch ein paar mehr. Aber durchaus Spieler, die richtig Potenzial haben. Ich meine, 21 Jahre eine 77, Junes 22 eine 71. Das sind absolut keine schlechten Werte. Aber da müssen wir halt mal gucken. Da müssen wir ein paar Abstriche machen. Wir brauchen unbedingt einen Stürmer. Sonst, Gotha war noch zur Debatte gestanden, beziehungsweise Cutlets habt ihr gemeint, ob wir da jemanden verkaufen wollen, aber ich glaube, wir möchten erstmal so, oder ich möchte das erstmal so behalten, denn die Frage ist auch, ob wir in der Saison vielleicht mal auf ein Zweistürmer-System umstellen und so weiter und so fort. Und dann hätten wir da nur noch einen. Dann hätten wir Kane und nur noch einen dazu und das wäre ein bisschen blöd. Wenn wir, wie gesagt, Kane kriegen, das ist ja die nächste Sache. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal rein gegen die Mainzer. Rafael, glaube ich, wird wieder auf der 10 spielen. Junusovic bleibt aus. Ich bin am Überlegen, ob wir noch was machen. Hahn für Hermann. Kopf kommt für Johnson rein. Ist in einer besseren Form. Vielleicht bringt das nochmal was. Arnold setze ich mal mit rein für Zlatko Junusovic, der erstmal. Bei den kann ich eigentlich nicht rein. Wir machen so. Junusovic erstmal rein für der Hut. Also, das ist soweit erstmal die Truppe. Das werde ich mal eben schnell abspeichern. Mit der gehen wir rein in die Simulation gegen Mainz auswärts. Das wird nicht einfach werden. Das wird alles andere als einfach. Aber vielleicht packen wir es. Mainz im 4-2-3-1-System gegen die St. Pats. In der Europa League Quali, Pre-Quali ist das, glaube ich, gewonnen, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Davor, wie gesagt, nur Unentschieden und eine Niederlage. Hoffentlich gibt es heute Niederlage Nummer 2 für die Mainzer und Sieg Nummer 1 für uns. Halbzeit ist rum. Immer noch 0:0. Xhaka bekommt gelb, Bungert mit der gelben Karte, Arnold rein und Stoppelkamp macht die Bude. Oh mein Gott, Jungs. Oh mein Gott, Jungs. Was ist los mit Borussia Mönchengladbach?
Was ist los mit Borussia Mönchengladbach? Holy shit, Jungs. Das ist jetzt eine richtig krasse Sache. Und Harry Kane hat auch noch abgelehnt. Alter Schwede, haben wir heute... das ist ohne Scheiß von der Saisonvorbereitung oder vom Saisonstart her. Sowas Krasses hatte ich noch nie. Dass es so eng war und dass wir jetzt auch so dermaßen schlecht reingestartet sind. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Gegen Fürth muss ein Sieg jetzt her, Jungs. Gegen Fürth muss ein Sieg her, sonst hilft das alles nichts. Wir sind jetzt schon 9 Punkte weg von den Bayern. Ich weiß, wir waren letzte Saison auch immer wieder ein Stückchen weit weg, haben uns zurückgekämpft, aber da können wir uns nie komplett drauf verlassen. Ach du Heilige. Wie gesagt, Bayern-Niederlage mal völlig ausgenommen, kann passieren, aber gegen Hoffenheim in Überzahl 70 Minuten lang ist bitter und auswärts in Mainz musst du zumindest auch ein Unentschieden holen, mindestens, wenn du da oben mitspielen willst. Von dem her ist das absolut zu wenig, absolut. So, Angebot akzeptiert, 9,75, aber... Was schreibt er da? Grund, mir gefällt es hier und ich möchte mich eigentlich nicht neu orientieren, aber man könnte mich überzeugen. Danke für Ihr Interesse, aber überarbeiten Sie Ihr Angebot bitte noch einmal. Ja, und da kommt jetzt genau das ins Spiel. Ich kann jetzt mal 61.200 bieten. Eine Torprämie von 10%. Essentieller Stammspieler und die 4 Jahre. Ist mehr als erfordert, aber wahrscheinlich immer noch zu wenig. Und genau aus dem Grund müssen wir noch irgendjemanden verleihen, Jungs. Daumen drücken. Holy shit, bitte lass das nicht so eine abgefuckte Folge werden jetzt hier. Nochmal abgelehnt. Irgendjemand muss auf uns zukommen bezüglich einer Laie noch. Jungs, es sind geile Spieler auf dem Markt. Aber scheinbar will keiner. Es will keiner. Simulation stoppen, was haben wir drin? Bayern hofft, Suarez bald zu verpflichten. Interessiert uns allerdings einen feuchten Dreck. Ach du Heilige. Ende das im völligen Fiasko. Mannschaft absenden. Was haben wir denn da noch? Kasami im zentralen Mittelfeld. Wir sind wieder bei unseren Schweizer Jungs. Aber ich glaube, das passt soweit. Ich bin eigentlich mit der Truppe zufrieden. Wir senden die mal ab. Wir haben auch ganz ehrlich momentan andere Probleme. Also wir gehen rein gegen die Jungs aus Fürth. Ich bringe nochmal Hermann für Hahn. Vielleicht bringt es der jetzt halt. Vielleicht dreht der jetzt das Ding rum. Freunde, wir vertrauen nochmal derselben Truppe. Wir werden das Ganze nochmal simulieren. Ich bin mir sicher, jetzt gewinnen wir. Gegen Fürth gewinnen wir. Fürth, haben die schon wieder gepunktet? Nein, aber die haben auch noch nicht verloren in der Saison. Fürth im 3. Spiel bisher unbesiegt. Jetzt geht's ab in den Borussia-Park. Gegen Leverkusen 1-1, gegen Wolfsburg 1-1 und Sieg gegen Freiburg. Das ist absolut alles andere als schlecht. Und wir fahren hier mit 3 Niederlagen im Rücken zum Borussia-Park und brauchen unbedingt die 3 Punkte gegen die Spielvereinigung. Meine Fresse, Kortschmar rot. Fürth mit einem Mann weniger. Das hatten wir schon mal, Jungs. Jetzt müsst das packen. Jetzt packt die Fürther. Geht's doch gar nicht. Cibilko für Asemi, Katlitz für Irgota, Gieselmann verletzt sich noch bei Fürth. Junusovic macht das 1-0. Haltet das Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben die ersten 3 Punkte. Das ist die gute Nachricht, aber Gladbach außer Rand und Band, außer Form vielmehr. Unfassbar. Gegen Fürth irgendwie die Punkte. Holtransferangebot. Asani Lukimia. Oh mein Gott, Jungs. Asani Lukimia. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen eigentlich. Das wäre zu risky. Das wäre zwar das, über was wir gequatscht haben. Weil dann könnten wir Dominguez in die... Halt, falsche Mannschaft. Dann könnten wir Dominguez mit in die Mitte ziehen. Hätten links 2, wenn wir uns noch einen leihen würden. Hätten wir links Wendt. Wen haben wir denn noch von den Jungen? Oh, Schulz mit einer 63 ist natürlich zu wenig. Ganz klar. Ganz klar. Lukimia. Wir haben es mitbekommen, er ist unzufrieden, aber das geht nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Tag voran und nochmal hoffen, dass irgendwas passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jungs. Ich würde sagen, wir hauen mal ein schönes Gegenangebot rein. Gegenangebot, wir brauchen jemanden im Sturm. 3 Millionen. 3 fucking Millionen. Wahrscheinlich kriegen wir am Ende keinen Kane und verlieren Lukimia. Aber ich glaube, wir müssen es irgendwo so ein bisschen riskieren. 3 Millionen würden reichen, ich probiere es mal. Ist unglücklich bei uns, das hat er schon ein paar Mal jetzt gesagt. Und das muss jetzt irgendwie klappen. Das ist mir erstmal sowas von egal. Transferangebot ist auch erstmal egal. Also wir sind am letzten Tag angekommen, noch 10 Stunden. Was macht Hamburg? Was macht Hamburg? Ja, nein, vielleicht. Es zu akzeptieren, Hamburg akzeptiert.
Hamburg akzeptiert. Was sagt Lukimia? Der wird auch akzeptieren. Lukimia wird auch akzeptieren. Spieler verkauft, Jungs. Oh mein Gott, wir haben noch 8 Stunden. Das ist das epischste Transferfinale aller Zeiten. Transferbudget um 2,2 Millionen aufgestockt. So, wir haben jetzt 2 Dinge zu tun. 2 Sachen müssen wir jetzt machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jungs. Also, wir beginnen mit Harry Kane. Ich bin jetzt hier komplett durcheinander, Jungs. Wir beginnen mit Harry Kane. Was meint ihr, wie viel will der? Oh mein Gott, ich bin gerade, Jungs. Transferverhandlungen. Gescheitert erstmal, aber Harry Kane, neues Angebot unterbreiten. Wir müssen relativ fix Vollzug vermelden. Ich mache 66.000. Wir müssen jetzt fix Ja, Nein sagen. Wir brauchen ein Ja oder ein Nein. Also wir brauchen ein Ja. Wir brauchen vor allem ein Ja. Ich mache 66.000. Scheiß drauf. Bitte sag Ja, bitte sag Ja, bitte sag Ja. Er muss schnell Ja sagen. Wir haben nicht mehr lang Zeit. Und dann können wir noch ein bisschen hin und her schieben und uns vielleicht Durm holen. Dann wäre doch wieder alles in Ordnung. Abgelehnt, abgelehnt. Boah, ich wollte schon das Wort mit F sagen. F dich. Freundchen, mach jetzt hier keine Faxen. 68. 68.000. Scheiß drauf, 15%. 68.000, 15%, 4 Jahre. Wir haben gleich nur noch 6 Stunden. Sag zu. Sag jetzt zu. Bitte, bitte, bitte. Holy shit. Er muss zusagen. Ich meine, mit Durm, mit Dortmund sind wir uns einig. Wir müssen nur noch ihn überzeugen und Durm anfragen. Dann sagt Durm, ja, dann ist er da in 3 Stunden so ungefähr. Aber Kane lädt immer noch ab. Kane lädt immer noch ab. Was ist das für einer? Jungs. So langsam wird's eng. 72.000. Und 20% Torprimär. So, das ist eigentlich jetzt schon übertrieben, aber es ist momentan so ein bisschen die Verzweiflung. Die Zeit rennt uns weg. Wir haben keine andere Möglichkeit. Jetzt in 4 Stunden jemand anderes. Alter Harry Kane. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dem? 74.000. Wenn nicht, gehen wir ohne Stürmer hier rein, Jungs. Nein, aber was ist denn los mit Kane? Der weiß auch, dass wir ihn brauchen, ne? Der kann da so ein bisschen verhandeln. Jetzt sind wir wahrscheinlich an, oder? Angebot akzeptiert. Holy shit. Harry Kane annehmen. Wir haben einen Stürmer. Das wichtigste Problem, das größte Problem ist schon mal erledigt. Schaut euch an. Dauernd lehnt er ab, der Bengel. Aber Harry Kane ist da. Koste es, was es wolle. Hört sich zwar blöd an, aber am Ende ohne Scheißungs. Ich weiß, er ist zu teuer. Das sehe ich jetzt sogar gleich schon sofort ein. Aber wir mussten es einfach machen. Jetzt bin ich gespannt, aber das wird jetzt wahrscheinlich... Doch, das klappt wahrscheinlich knapp. Das klappt... Nee. Klappt das? Das klappt jetzt wahrscheinlich genau nicht, ne? Weil er so viel gefordert hat. 56.000. Erik Durm wird wahrscheinlich jetzt Nein sagen dazu. Erik Durm. Oder Erik Durm? Doch, Erik Durm. Transferverhandlungen. Durm. Neues Angebot unterbreiten. Holy shit, das klappt so nicht. Das reicht nicht aus. Och, leck mich doch am Arsch. Kolasinac, Anfrage abgelehnt. Wir hatten noch Rüdiger, aber den können wir nicht. Oh mein Gott, wir können eigentlich nur Durm nehmen. Wir können eigentlich nur Durm nehmen, aber das ist... Oh mein Gott, weil Harry Kane so viel gepokert hat. Du Arsch, Harry. Du Arsch. Wegen dir kriegen wir jetzt keinen guten. Und er spielt ja jetzt bei uns. Überlegen, Jungs. Ganz schnell überlegen. Ganz schnell überlegen. Wir hatten, wie gesagt, noch Rüdiger, aber warum sollten die den verleihen? Christian Günther, nein. Plattenhardt, Berlin. Barber. Barber. Sollen wir Barber probieren? Barber mit Kaufoption 8 Mille. Sagen die vielleicht, oh ja, ja. Oder lass mal 7,5. 7,5. Barber. Barber. Jungs, letzte Chance. Aber warum sollte Augsburg dem zustimmen? Warum sollten die dem zustimmen?
Das wäre absolut dumm von Augsburg. Ja, müssen, wollen die nicht ausleihen. Das wäre auch absolut dumm. Aber wer jetzt so der Top-Kandidat? 2 Stunden, Jungs. Letzte oder vorletzte Option, jetzt noch jemanden zu holen. Das Allerwichtigste ist, wir haben Gott sei Dank schon mal die größte Lücke geschlossen. Wir haben die größte Lücke schon mal geschlossen. Wir kriegen Durm echt nicht wegen ein paar verfluchten Euros. Was könnte man denn machen? Lass doch mal ganz kurz überlegen, was könnte man irgendwie machen, um noch was einzusparen? Wir können theoretisch irgendjemanden aus der Mannschaft noch schmeißen. Wir können auch irgendjemanden aus der Mannschaft schmeißen. Aber sonst auch wirklich nichts machen, oder? Sonst könnte man nichts machen. Plaswig. Freigabegebühr nicht im Budget. Ja, da geht schon los. Können wir auch nicht. Ich wette mit euch, wahrscheinlich sagt jetzt noch jemand, oh, ich möchte noch jemanden leihen. Und wir haben aber in der Zwischenzeit schon längst wieder andere Gedanken. Passt auf, da kommt noch jemand auf uns zu. Also, Transfers. Wunschliste. Wie gesagt, der Einzige wäre noch Rüdiger, aber das bringt alles nichts. Wir können es bei Günther nochmal probieren, aber auch die werden Nein sagen. Wir brauchen, wenn, einen größeren Verein. Transfers. Schaut mal, lasst mal Spieler suchen. Lasst nochmal reingehen. Land. Deutschland. Bundesliga. Lasst mal bei den Bayern nochmal schauen. Defensive. Juan Bernard. Da spielt eh Alaba. Kriegen wir Juan Bernard. Ich glaube, also ohne Scheiß, das wäre, glaube ich, noch so die einzige Option, die ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Einen Spieler, also wenn wir irgendeinen kriegen könnten. Wir haben kein Budget mehr für Transfers, wir können nur noch jemanden leihen. Aber sein Gehalt geht auch wieder klar drüber, ne, wahrscheinlich. Aber wen sonst, wo sollen wir uns sonst noch, wer würde noch irgendeinen Spieler verleihen? Schalke nicht, das haben wir probiert mit Kolasinac. Hamburg sowieso nicht. Stuttgart nicht. Wolfsburg. Defensive. Haben die keinen Linksverteidiger? Marcel Schäfer. Und sonst haben die auch keinen. Und sonst haben die auch keinen, Jungs. Leverkusen. Habt ihr noch irgendwas anzubieten? Linksverteidiger. Bönisch. Staphylidis. Wendell. Wendell wäre vielleicht noch so eine Option. Wendell wäre vielleicht noch eine Option. Die haben Staphylidis. Ich schätze jetzt mal Wendell stärker ein. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Ich probiere es mal bei Wendell. Jungs. Wir können es ja mal. Das ist ja das Gute. Wir können es ja mal probieren bei den Bayern. So, wir können es ja mal probieren mit Bernard. Wir sehen ja dann, ob das gehen würde. So, Bernard. Nee, ganz knapp nicht. Nee, locker nicht. Sonst haben die keine, ne? Wir brauchen halt irgendwelche Spieler, wo wir wissen, da hätten wir eine Chance, wenn wir jemanden leihen wollen. Schalke hat, wie gesagt, nicht geklappt. Dann müssen wir es jetzt. Dann werden wir es wahrscheinlich über Leverkusen probieren. Leverkusen und Wendell. Wir werden es probieren. Hilft alles nix. 10% kloppe ich nochmal oben drauf. So, dann hätten wir zumindest einen. Wendell ist sicherlich kein schlechter, jetzt nicht der absolute Wunschkandidat, aber mit dem würden wir uns, sage ich mal, retten. Mit dem würden wir uns nochmal retten. Was sagt Leverkusen? Gibt's am Ende doch ein Happy End? Abgelehnt. Wir haben noch eine fucking Stunde. Wir haben noch eine verdammte, verflixte, verfluchte Stunde. Holy shit, Jungs. Ich meine, es ist in Ordnung. Wir kommen so durch. Wir kommen so auf jeden Fall bis zur Winterpause. Oh mein Gott. Oder lassen wir es so. Ich weiß es nicht. Wir hätten Zimmermann. Gut, da wäre wahrscheinlich Wendell auch nicht drüber gekommen. Da fällt mir gerade so auf. Wenn wir mit Johnson auf links planen, was geht? Das haben wir gesehen. Wir planen jetzt momentan mit Dominguez in der Mitte. Als Verteidiger. Ich setze jetzt mal Scheer auf die Bank, hau da mal Wendt rein. Johnson gilt als Linksverteidiger jetzt einfach mal bei uns. Wie gesagt, er ist ein Linksfuß oder hat 5 Sterne schwacher Fuß, da kann er spielen.
Rechts hätten wir dann aber nur noch in Anführungszeichen Johnson und Zimmermann. Jungs, ich glaube, das reicht. Wir werden da nichts mehr probieren. Ausstellung werden wir uns gleich angucken. Das ist in Ordnung. Wir gehen so rein. Das kriegen wir gebacken. Pass auf jetzt. Nee, letzte Frist nur abgelaufen. Meine Fresse, ist das krass. Heutige Gesamtausgaben 122 Millionen Jugend-Nationalmannschaftsdingens berichten. Nee, nicht Nationalmannschaft, aber ihr wisst Bescheid. Nichts Spannendes. Also, ich würde sagen, das war eine der krassesten, oh, Europameisterschaftsqualifikation, der krassesten Transferphasen, die ich je hatte. Ach du Heilige. Aber wir haben es erstmal gepackt. Wir gehen jetzt mal rein. Werden eben noch schnell die Mannschaft aufstellen, dass die dann passt. Janschke, Dominguez, Scher bleibt erstmal außen vor. Korb lasse ich rechts. Junusovic kommt rein mal für Geis. Cutlets auf der Bank. Beziehungsweise dann nehme ich, glaube ich, sogar Rigota. Wir müssen das mal so ein bisschen sortieren, dass ich hier durchblicke. Den Blaswig, den können wir mal nach ganz unten kloppen. Brandenburger, Mero, das sind alles die Jungs, die eher weniger noch eine Chance haben. So, würde ich es jetzt mal angehen. Also, ich glaube, so ist es perfekt. Frage ist nur, ob wir da noch was ändern. Da Hut, Zimmermann, da haben wir Johnson, da haben wir Rigota, Hahn, Arnold. Das passt, Jungs. Also, Kader für die Champions League ist okay, aber ist nicht, wie wir es uns gewünscht haben. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber ich glaube, wir haben aus dem Budget am Ende doch noch was richtig Gutes gemacht. Raphael, können wir über mein Gehalt sprechen, mein Freund? Was will Raphael an Gehalt? Wir schauen erstmal rein. Spieler, wir haben jetzt doch noch ein bisschen Kohle zumindest übrig, halt Verträge, hier haben wir es. Ein bisschen Kohle haben wir noch übrig, aber ich glaube, Raphael kriegt eh schon relativ viel, da ist er. Er will 10.000 mehr. Wo haben wir denn unser restliches Transfer-Dingens hier? Da oben, 46.000. Ich lasse es mal, wir warten mal. Wer weiß, wie lange wir überhaupt noch mit Raphael planen. Jungs, in dem Sinn, glaube ich, war es das jetzt erstmal mit dieser Folge, oder? Heute nochmal ein allerletztes Mal ohne Spiel. Ab morgen geht's... Oh mein Gott. Holy shit. Seht ihr da was ich sehe? Gruppenphase, Real Madrid und die Tottenham Hotspurs, der Ex-Verein von Harry Kane. Und wenn ich jetzt einmal weiterblätter, kommt der dritte. Lass nicht noch so ein Kracher sein. Okay, Gott sei Dank. Was ist das? Maribor? Nee. Ist das Maribor? Nee, das ist irgendwas anderes, Jungs. Wir schauen mal rein. Oh mein Gott, und habt ihr das auch noch gesehen? Pokal gegen Schalke, was ist denn los? Was ist denn das für... Oh mein Gott, und wir sind momentan so ein bisschen in der Krise. Lieber Gott, lass uns wieder Fußball spielen können. Meine Güte, leck mich fett. Ich guck mal eben schnell rein in den Kalender. Halt nicht hier, sondern hier. Wir spielen jetzt gegen England und gegen Portugal. Lasst uns mal... Oh mein Gott, wir müssen jetzt halt gegen England gewinnen, dann sind wir durch. Wenn wir gegen England gewinnen, sind wir sicher Zweiter. Und wenn Portugal gleichzeitig patzt, was wir hoffen, die spielen aber gegen Finnland. Patzen die da? Nee, Finnland ist Letzte mit 0 Punkten. Dann können wir das Letzte simulieren. Holy moly moly, Freunde. Ohne Scheiß, krasse Transferperiode. Nächster Part ist jetzt dann, wie gesagt, gegen England, das Spielchen mit den Schweizern. Und ich gucke jetzt nochmal eben schnell rein in die Tabelle der Champions League. Copa Europa, Real holt sich mit 4-1 das Ding gegen Everton. Kleines Ausrufezeichen. Ich kann gerade nicht weiter drücken. Doch, jetzt. Champions League. Paris, Milan, Zenit, PAOK, Barça, Roma, Sporting, Ajax, Bayern, Galatasaray, Marseille, Basel, Juve, Arsenal, Olympique Lyon, Celtic. Geile Truppe, Jungs. Richtig geile Truppe. Dortmund, Valencia, Besiktas, PSV, Man City, Wolfsburg, Moskau, Anderlecht. Uiuiui. Die ersten drei, da fließt die Kohle. Real, Spurs, Gladbach, Brøndby ist es. Oh mein Gott, Real und die Spurs, wie krass. Chelsea, Atletico, Sporto. Porto und Spartak Moskau, PSG, Milan, Zenit, PAOK. Auch nicht schlecht, das hatten wir schon. Freunde, holy moly moly. Krasse Zeit, die da auf uns zukommt. In dem Sinn würde ich sagen, wie gesagt, was das mit der Folge. Nächster Part ist gegen England. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts. Es ist eine der krassesten Transferperioden und Starts ever gewesen. Gegen Fürth Gott sei Dank gewonnen. Heißt 3 Punkte aus 4 Spielen.
Aber es alles in allem natürlich zu wenig. Ist alles in allem zu wenig. Da müssen wir jetzt die nächsten Wochen richtig Gas geben. Und dann geht's ab sofort wieder auch pro Part ein Spiel. Nicht wie heute, nur eine Simulation. Da könnt ihr euch drauf freuen. Macht's gut. Genießt den Tag. Schönes Wochenende. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.